Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So schaut's aus, ja. Teil 2 von Besser werden in NHL 22. Hab noch aber euer Feedback gehört, hab noch ein paar Sachen mir selber ausgedacht und deswegen jetzt Teil 2 mit noch ein paar Tipps, wie ihr euer Spiel besser machen könnt, wie ihr aus Division 10, 9, 8, 7 da rauskommt. Los geht's! Ja, und wie schon letztes Mal befinden wir uns wieder in der Trainingshalle, diesmal mit einem 2 auf 0. Und nochmal zu den Haarspins, da habe ich letztes Mal das Falsche, ja, das Falsche gesagt, was es ist. Also nochmal zur Veranschaulichung, wenn ihr ins Drittel reinlauft und drückt L2 auf der PlayStation oder LT auf der Xbox, dann dreht er sich so rum. Und wenn ihr das Ganze macht und dabei vorher X auf der PlayStation oder A auf der Xbox haltet, dann dreht er sich so rum. Das ist das ganze Ding dabei. Das heißt, er schirmt den Puck in die andere Richtung ab. Und dann kann man hier noch versuchen, einen Schuss rauszumachen. Man kann auch natürlich, wenn man die Taste loslässt, macht man einen Pass. Das nochmal zur. So, nochmal zur Veranschaulichung. Und was immer noch, wie ich finde, viele viel zu wenig machen, ist einfach den Puck richtig abzudecken. Dafür haltet ihr Viereck auf der PlayStation und X auf der Xbox. Also wir fahren hier rein und ich drücke jetzt. Halte ich die Taste gedrückt, bin damit, spanne den Puck etwas ein. Und wenn ihr jetzt den Pass drückt zum Beispiel, macht ihr automatisch einen One-Timer. Kann gerade, wenn man hinter das Tor vorfährt, man nur diesen Pass machen muss, man spart sich quasi das Tasten. Also ihr geht so ran wie bei einem Bauerntrick. Und dann, wenn ihr nur auf die Taste immer noch gedrückt haltet und dann auf Pass. Also auf X auf der PlayStation, auf A ist auf der Xbox ist es A. Ich schon den Puck ab. Bin damit auch so schwerer zu wegzupoken. Und dann kann man auch den Pass spielen. Mache ich immer gerne, wenn ich aufs Tor 2 auf 1 oder 2 auf 0 zufahre, dann macht nämlich direkt diesen Schuss. Nur indem ich dann den Pass spiele oder auf die Pass-Taste drücke oder antipp. Und ihr müsst nicht extra nochmal die Taste loslassen und noch einen Pass machen, sondern einfach so halten. Und boom. Als nächstes haben wir den Puck wegschlagen. Da drückt ihr den rechten Stick nach unten, also wirklich nach unten. Macht, dass er eben diesen Toe-Drag-Bewegung macht. Und dann drückt ihr den Stick in irgendeine Richtung. Ich sage mal, deswegen sag mal hier Uhrzeit. In die Richtung, wo ihr den Puck schlagen wollt, und dann haut er uns so weg. Ist gerade im Eck zum Beispiel gut. Wenn ihr wirklich beide auf, oder du, ihr und euer Gegner fahrt auf den Puck zu und in die Ecke und wollt dann bloß wegschlagen, Hauptsache aus der Bedrängnis raus. Sei es vorm eigenen Tor oder hinterm eigenen Tor, als auch hinterm gegnerischen. Da kann man mit diesem Stockschlag dementsprechend dann wegbringen. Auch das würde ich ein bisschen üben. Es kann nicht schaden, gerade in welche Richtung du drücken musst. Das ist gerade, wie gesagt, wenn man hier in der eigenen Zone in Bedrängnis ist, einfach mal reinfahren und den Puck wegschlagen. Ja, zum Goalie kommen wir nachher auch noch. So kommt man. Geht zwar ab und zu auch zum Gegner, aber das ist zumindest raus aus der Bedrängnis und besser als den Puck übers Glas zu befördern oder einen sinnlosen, dummen Pass zu spielen. Als nächstes kommen wir zur Goalie-Steuerung oder wie man den Goalie allgemein bedient. Ich sehe leider immer noch echt viel zu viele, die den Puck bei jeder Situation rausspielen, sich dadurch selber in Bedrängnis bringen, Tore kassieren. Teilweise auch danach am Icing, wenn es dann wieder Face-Off gibt, also das Face-Off dann drauf, mehr oder weniger. Völlig erschöpfte Spieler auf dem Eis haben trotzdem den Puck nicht sicher halten. Das finde ich, sollen die wirklich die meisten stark reduzieren, dann lieber den Puck festhalten, wie ihr Bullies gewinnen können, habt ihr in meinen vorigen Videos gesehen, also den Puck festhalten, dann die reinwechseln machen wir dann auch noch und ja, dann wirklich die frische Kräfte aufs Eis bringen, also als selber jahrelanger Eishockeyspieler, ich habe nichts mehr gehasst, als wenn ich total platt bin und mein Goalie jetzt mal gemeint hat, er muss den Puck rausspielen und so kann man sich hier auch vorstellen, eure Reihen sind platt, sind vielleicht im gelben oder sogar schon im roten Bereich. Und dann halte die Scheibe fest, nimm die Erholungspause, bring eine frische Reihe aufs Eis. Das ist hier genauso wie im echten Leben. Falls ihr doch mal in die Situation kommt, dass ihr den Goalie steuern müsst, wie ihr auf ihn wechseln könnt, wissen wir ja schon, indem ihr die L1 und die X-Taste drückt. Wenn ihr dann die X-Taste, beziehungsweise auf der Xbox ist ja die A-Taste, weiterhaltet, dann fängt er hier Skaten an, er läuft raus.
Geh mal weg, McKinnon. Geh mal einfach weg hier. So, jetzt wechseln wir am Goalie. Ja, natürlich auch aufpassen, dass ihr nicht in die, dass ihr bei, in einem Spiel nicht hier in der Trapezoid drin bleibt. Das heißt, nicht über diese Linien rausfahren, gibt es dann 2 Minuten. Und hier könnt ihr auch ganz gut, ihr könnt einen normalen Pass spielen, ihr könnt einen geschlänzten Pass spielen. Ich mache es immer so, wenn ich einen Goalie steuere, halte ich die R1 oder die RB-Taste gedrückt und tue dann den mit dem rechten Stick nach vorne, also auf 12 Uhr, und lupft den dann raus. Ist gerade in Unterzahl gut, wenn man mit dem Goalie selber hinter das Tor läuft. Er ja, macht es jetzt auch nicht anders. Und dann kann man sich hier ganz gut bewegen und kann hier nur aufgepasst, wenn ihr über die Mittellinie fahrt, dann gibt es meistens einen Fight. Also jetzt hier im Training nicht, aber wenn ihr über die Mittellinie fahrt mit dem Goalie, dann kommt der andere immer gerne rübergerannt und fängt dann das Prügeln an. Also da kann man, ich würde es auch nicht versuchen zu beherrschen, jetzt aber einfach zu wissen, wie man mit dem Goalie steuert, was man die machen kann. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Schuss sogar gewesen, aber das kann immer ganz gut von Vorteil sein, wenn man weiß, wie man zumindest auf den Goalie wechselt und dann auch dementsprechend mal eingreifen kann, wenn Not am Mann ist. Als nächstes kommen wir zum Reihenwechseln. Wer nicht weiß, man kann auch die Reihen hier manuell wechseln. Man muss nicht immer sich auf den Computer verlassen. Dazu haltet ihr die R2 oder die rechte Trigger-Taste gedrückt und drückt dann Kreis. Dann könnt ihr den Stürmer durchwechseln. Also hier ist es B. Wenn ich hier einmal drückt, zweimal drückt, man sieht jetzt rennen die gerade zum Wechseln. Kommen die nächste Reihe aufs Eis. Jetzt drücke ich nochmal. Die rennen wieder raus. Wechseln durch. Hier, so kann man hier die Reihen wechseln. Das sind die Stürmer jetzt. Für die Verteidiger drückt ihr die Viereck oder auf der Xbox ist die X-Taste. Auch hier könnt ihr wählen und jetzt müsst ihr theoretisch KMK auch vom Eis gehen und wechseln. Was ihr auch noch in der Millisekunde, wo das hier kommt, einstellen könnt, ist, indem ihr die Reihen wechselt. Wenn ihr nur einmal drückt, dann passiert gar nichts. Dann schaut ihr mehr oder weniger nur nach, welche Reihe auf dem Eis ist. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, die Strategie zu wechseln. Ich drücke jetzt mal ganz schnell. Man sieht die ganzen Reihen, was ich hier durchspiele. Da könnt ihr auch mit der RB oder LB-Taste jeweils die Strategie hier von Überzahl zum Beispiel ändern. Geht allerdings nur in der Unterbrechung, deswegen spielen wir den Puck mal raus. Oder machen ein Icing, weil sonst, wenn man es mal rausspielt, gibt es eine Strafe. Das muss man demonstrieren. Oh, Kessel, geh weg. So, können wir jetzt hier als Beispiel machen. Hier kann ich jetzt mit der RB-Taste kann ich zum Beispiel die Strategie ändern. Schon so aus. Und mit der LB wähle ich die Bully-Strategie. Da gibt es auch Unterschiede. Defensiv, da würde sich einer, also der linke Stürmer in dem Fall nach hinten fallen lassen. Bei normal bleibt es so, wie es gerade war. Also bei, ja, bei normal heißt sie, glaube ich. Und bei offensiv würde noch der eine Verteidiger mit an die Seite zum, auf, an die linke Seite sich hinstellen, um halt offensiver sich gleich mit einschalten zu können. Können wir jetzt auch mal simulieren. Ich stelle jetzt mal die Strategie auf aggressiv um. Und dann würde man jetzt in dem Fall auch sehen, dass sie deutlich anders stehen. Hier sieht man es gut. Auf der linken Seite sind 3 Spieler. Es ist kein Verteidiger hinter McKinnon direkt, sondern der ist auf der anderen Seite mit drüber, um eben da gleich Druck zu machen und anzugreifen. Das ist schwer zum Simulieren, ehrlich gesagt. Auch ist es euch möglich, die Strategien während dem Spiel zu ändern. Damit macht ihr mit dem Steuerkreuz. Ich gehe jetzt einmal mal mit dem Steuerkreuz, also mit dem normalen, klassischen Super NES-Steuerkreuz, drücke ich nach oben. Dann habe ich die Auswahl zwischen den Spielaufbau, kann dann, indem ich nach oben oder nach unten drücke, jeweils den Offensivdruck erhöhen. Mit RB oder LB, beziehungsweise R1 oder L1, kann ich dann noch die sämtliche andere Einstellung machen, den kontrollierten Konter, den schnellen Konter. Das kann ich hier einstellen. Drücke ich von Anfang an nach unten, kann ich die defensiven Sachen ändern. Das heißt, eben den offensiven Druck auch mit oben und unten, führen, verteidigen, zurückhalten, Standard. So kann ich on the fly die Strategie wechseln und mich dann dementsprechend dem Gegner anpassen. Auch hier kann ich auch noch den Konter, wie man den Konter fährt. Ich habe das immer auf enge Unterstützung. Aber gerade wenn man eben hier im Rückstand liegt, kann man da hier Zone früh verlassen einstellen. Dafür gerne meine Strategien und Einstellungen wieder nochmal schauen. Da wird das nochmal genau erklärt, was welche Strategie genau wählt. Aber so macht ihr das, indem ihr erst entweder mit dem Steuerkreuz nach links oder rechts geht, dann könnt ihr das Forechecking einstellen und mit den oben oder unten Tasten könnt ihr den Spielaufbau und so einstellen. Und eben plus die L1, RB, LB, L1 Tasten. Haben wir vollkommen freie Hand, was man hier so einstellen möchte.
Verteidiger kann man natürlich auch noch ändern, indem ihr die Reihen wechselt auf den Verteidiger, macht ihr mit der X-Taste, falls wir es noch nicht hatten. Und da könnt ihr auch dann gestaffelt oder den Defensivdruck nochmal erhöhen oder niedriger machen. Das sind alles so Spielereien, die man ja machen kann. Also man volle Kontrolle. Was man auch noch machen kann. Ja, und habt ihr kurz vor Ende vielleicht einen knappen Spielstand, liegt mit einem Tor hinten und wollt nicht erst das nächste Face-Off warten, um dann euren Goalie rauszunehmen, sondern um direkt den Goalie auf die Bank zu schicken und einen sechsten Feldspieler aufs Eis holen, macht ihr das, indem ihr die L2-Taste plus auf der PlayStation ist Select, auf der Xbox ist es der linke Trigger-Taste plus dann, ich glaube, Teilen heißt diese Taste, also die linke von den drei Tasten, die da in der Mitte sind. Kann man auch mal machen. Ich laufe jetzt raus, drücke diese Taste und dann steht hier oben rechts schon Heimtor wieder vom Eis. Er rennt raus. Kann ich natürlich auch wieder machen. Ich kann ihn wieder zurückholen. Das mache ich jetzt auch mal. Kann man da rausschicken. Macht er mal auf Kümper. Jetzt hole ich ihn wieder zurück. So kann man den Goalie wechseln und kriegt dann da gleich direkt aus dem Spiel den sechsten Feldspieler mit aufs Eis drauf. Ohne extra warten zu müssen, bis eine Pause passiert. Sondern das direkt on the fly machen zu können. Ja, und das war's damit heute für Teil 2 von In Besser werden NHL. Auch wieder ein paar Sachen, die ihr ausprobieren könnt, die ihr mal in der Trainingsarena testen könntet oder einfach mal auch beim Spiel umsetzen könnt. Gerne da noch Kommentare dazu, was man noch machen soll. Was habt ihr für Fragen? Was kann man noch, was soll ich beantworten? Was soll ich mal vormachen? Gerne da was dazu schreiben. Ich hoffe, das erste Video hat euch geholfen und ich hoffe auch dieses Video wird euch helfen. Leute, wenn ihr öfters zu meinem Kanal kommt, bitte liked den Kanal, liked die Videos an sich und schaut bei Twitch vorbei, bei Instagram, bei Twitter. Twitter bin ich die letzten Tage richtig aktiv worden, habe ich mich nie damit abgegeben, aber jetzt auch ziemlich aktiv. Also da gerne auch den Kanal liken, nennen wir das hier liken, Oktober. Den Kanal anschauen, nachtweeten, retweeten, keine Ahnung. Und dann ja, sehen wir uns bald wieder und immer dran denken, sauber bleiben. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.